Willkommen auf meinem Kanal Auroras Sternmagie. Ich begrüße alle im Sternzeichen Jungfrau geborenen oder wenn ihr eure Aszendenten im Sternzeichen Jungfrau habt, könnt ihr sicher den ein oder anderen Impuls aus der heutigen Legung heraushören. Schauen, dass ihr damit in Resonanz geht. Wie immer möchte ich mit dem Seelenreich-Orakel beginnen. Wir schauen in die kommenden 4 Wochen für euch. Und meine erste Frage ist immer, was braucht euer Herz, eure Seele? Was benötigt ihr? Worauf solltet ihr achten? Oder was sollt ihr euch selbst Gutes tun in den kommenden 4 Wochen? Und dann lasst uns gleich beginnen für meine lieben Jungfrau Geborenen, was benötigt ihr Herz, was benötigt ihre Seele, was können sie sich Gutes tun? Eine Karte bitte. Für meine lieben Zuschauer mit dem Sternzeichen Jungfrau. Eine Karte. Was ist in Ihrem Herz? Ups, das waren viel zu viele. Nochmal. Was ist in Ihrem Herz, in Ihrer Seele los? Sind wir mal gespannt und schauen rein. Lebe als Träumer auf dieser Welt und erschaffe dadurch eine paradiesische Zukunft. Eine wunderschöne Karte, eine wunderschöne Energie, die euch auffordert, hey, denkt nicht so viel nach, träumt mal ein bisschen, lasst mal euren Träumen freien Lauf, schaut, was da so hochkommt, was ihr gerne mal umsetzen würdet, wonach ihr euch sehnt, was für Wünsche in euch schlummern und geht denen auch mal nach und lasst euch von niemandem sagen, ey, du Träumer, das geht doch eh nicht in Erfüllung oder was du schon wieder im Kopf hast. Nein, ihr sollt das jetzt mal wirklich ausleben und eure Träume und Wünsche ja auch mal Hand und Fuß geben, sie angehen. Und bin gespannt, was später das Tarot noch dazu sagt. Aber jetzt schauen wir noch ins Mondorakel, was ich da noch für eine Botschaft für euch bekomme. Was noch wichtig ist in den nächsten 4 Wochen. Eine Karte nochmal bitte für die kommenden 4 Wochen, bevor wir mit dem Feen-Tarot die Überschriften festsetzen. Eine Karte. Welche Botschaft darf ich, meine lieben Jungfrauen, denn überbringen? Was ist noch für Sie wichtig? Na, darf ich eine Karte? Danke. Bring Liebe in die Situation, ist die Aufforderung. In welche Situation? Da gehen wir jetzt gleich mal weiter, indem wir mit dem Feen-Tarot 5 Überschriften für euch legen werden. Und zu diesen 5 Überschriften, das sind ja so die Hauptthemen, die in den kommenden 4 Wochen für euch wichtig sind, werde ich dann Klärungskarten mit dem Licht- und Schattentarot legen. Dann lasst uns, lasst uns mal beginnen. Welche Themen sind in den kommenden 4 Wochen wichtig? Worauf dürfen Sie sich freuen? Was sollen Sie vielleicht loslassen oder beginnen? Welche Themen stehen an? 5 Karten hätte ich da gerne für meine lieben Zuschauer, für alle im Sternzeichen Jungfrau geborenen oder Jungfrau im Aszendenten. Fünf Überschriften. Okay. Eine. Noch 4 bitte. Ich kämpfe immer wieder mit diesen
diesen Karten, die irgendwie für, ja, Übermenschen produziert wurden. Aber nicht für so, naja, kleine Hände habe ich nicht, aber sagen wir mal, Frauenhände. Noch zwei Karten, zwei Überschriften noch. Gott, heute ist aber wirklich der Knoten drin. Uff, die ist rausgefallen. Jetzt haben wir noch eine Karte, eine Überschrift. Welche Botschaft darf ich noch Dankeschön überbringen? So, dann schauen wir gleich mal in die erste Karte hinein. Der Magier, wow. Du kannst alles tun, was du tun willst. Nimm die Kontrolle über dein Leben an. Du kannst alles manifestieren, was du für deinen Erfolg brauchst. Passt wunderschön zu der Karte, lebe als Träumer auf dieser Welt und erschaffe dadurch eine paradiesische Zukunft. Die zwei Karten passen total. Welche Träume denn so in dir schlummern, was da so auf dich zukommt, das klären wir dann gleich noch. Sieben des Herbstes. Die Sieben des Herbstes sagt dir, nimm dir auch mal ein bisschen Zeit für dich. Ihr seht, der Zwerg sitzt auf einem riesen Kürbis, hat so die Hand am Mund und träumt. Die Karte sagt euch, ja, nehmt euch Zeit für euch, ruht euch aus, besinnt euch auf das, was für euch wichtig ist, was in euch schlummert, was ihr möchtet. Brecht nichts übers Knie. Genau. Acht des Sommers. Acht des Sommers sagt mir, dass ihr in euch den Wunsch habt, eurem Leben noch etwas mehr Sinn zu geben. Ihr habt das Gefühl, dass da noch alles, noch nicht alles so läuft, wie ihr es gerne hättet, dass da noch Ziele, Wünsche, Träume offen sind. Und die Karte fordert euch gleichzeitig auf, wichtige Lebensveränderungen in Angriff zu nehmen. Die Überschriften passen auch sehr schön zusammen, denn hier der Magier sagt euch ja, ihr könnt alles erreichen, was ihr möchtet. Und jetzt haben wir noch das Erwachen. Das Erwachen ist eine schöne Karte, die euch sagt, wechselt mal den Blick, wechselt mal die Position eures Lebens, eurer Situation, betrachtet alles nochmal und ja, betrachtet alles nochmal aus einer anderen Perspektive. Mit was seid ihr zufrieden? Mit was seid ihr weniger zufrieden? Was könnt ihr verändern? Was könnt ihr in die Wege leiten, damit ihr euch besser fühlt oder Situationen, die euch stören, einfach aufhören? Und die zwei des Frühlings noch, die euch eine strahlende Zukunft voraussagt und wieder das Manifestieren anregt. Und große Erfolge verspricht. Also das, was ihr angeht, wird zum Erfolg geführt werden. Das verspricht euch schon mal diese Karte. Aber jetzt wollen wir die einzelnen Überschriften für die nächsten vier Wochen mal genauer betrachten, was denn, wow, das so zu bedeuten hat. Der Magier, eine Karte noch für den Magier. Was sind denn eure Wünsche? Was möchtet ihr denn gern manifestieren oder was werdet ihr in euer Leben ziehen? Das ist doch auch immer ganz spannend. Oh, Wahnsinn. Ist ja nicht wahr. Gut. Wurde mir jetzt noch nicht verraten, um welches konkretes Thema es geht. Aber wir haben die Sechs der Stäbe.
was ihr angeht, was euer Wunsch ist, eure Träume sind, die ihr ja angehen sollt, laut den Botschaften, werdet ihr zum Erfolg führen. Jetzt haben wir hier schon zweimal den Erfolg, hier haben wir ja den Erfolg auch in den Überschriften und mit den 6 der Stäben, man sieht es so wunderschön, ich zeige euch die Karte mal. Da steht eine Frau, hebt die Hände in die Luft, von oben strahlen die Scheinwerfer auf sie und der Lorbeerkranz ist da, also Sieg, Erfolg zu 100%. Der Hierophant sagt mir, dass ihr genau wisst, was da in euch schlummert, welche Träume, welche Wünsche, was ihr eigentlich schon gerne mal angehen wolltet, dass ihr die Ideen dazu habt und vor allen Dingen auch, wie der Magier schon sagt, der Magier und der Hierophant zusammen sagen ganz eindeutig, es steckt in euch, ihr habt es in euch, die Dinge, die euch auf dem Herzen liegen, zum Erfolg zu führen. Das Gericht ist eine Karte des Ausgleichs, also das ihr das, was ihr auch verdient, bekommen werdet. Es wird ein Ausgleich stattfinden. Vielleicht hattet ihr in der letzten Zeit eher das Gefühl, dass ihr mehr gibt, als ihr zurückbekommt oder ihr wurdet ungerecht behandelt, ihr habt euch ja nicht verstanden gefühlt. All diese Dinge werdet ihr hinter euch lassen, denn ihr werdet die Erkenntnis bekommen, wie es für euch weiterzugehen hat. Ihr werdet sozusagen die Erleuchtung haben mit dem Hierophanten und der Magier wird es umsetzen, genau zu wissen, wohin ihr möchtet. Also sehr, sehr schöne Energien hier schon mal. Und jetzt wollen wir mal schauen, was ihr denn mit Geduld und Spucke und mit Ruhe angehen werdet. Was sagt der 7 des Herbstes denn konkret zu euch? Welche Botschaft darf ich da überbringen? 3 Karten bitte zu den 7 des Herbstes. Was sollt ihr mit Ruhe, Frieden und Geduld angehen? 3 Karten hätte ich da gerne. Ja, die Karten haben auch Ruhe und Geduld. Ah, okay, wenn es 4 sein sollen, dann sollen es 4 sein. Es ist wieder die Gerechtigkeit gefallen, also das Gericht und die Gerechtigkeit. Sehr schöne Energie. Die Gerechtigkeit sagt mir, ihr werdet jetzt den Ausgleich finden. Das habe ich hier oben schon gesagt mit dem Gericht. Und ihr werdet diesen Ausgleich nicht alleine finden, sondern es gibt jemand an eurer Seite, der euch unterstützt, der euch hilft. Und der euch hilft, etwas Neues zu beginnen, denn es ist der Tod und die Wiedergeburt gefallen. Und für mich ist das eine sehr, sehr schöne Karte, auch wenn viele die ganz anders sehen. Man sieht so herrlich bei dieser Karte den Tod mit dem Gewand und in seinem Gesicht der Nachthimmel mit dem Stern. Stern ist immer ein Wunsch, ein Traum, eine Erfüllung. Also ihr werdet tatsächlich etwas hinter euch lassen und etwas Neues beginnen. Und mit den 6 der Kelche sehe ich, dass ihr eine Situation hinter euch lassen werdet, die euch etwas melancholisch gestimmt hat. Die Karte sagt mir, ihr habt etwas in der Vergangenheit gelebt. Euer Herz hängt noch an Dingen, die waren, und die ihr nicht loslassen könnt. Also da ist noch etwas, was euch etwas traurig stimmt, woran ihr immer wieder denken müsst, immer wieder auch gerne zurückdenkt, aber diese Gefühle euch auch ein Stück weit melancholisch stimmen.
Aber das soll sich ja jetzt ändern, denn mit der Gerechtigkeit kommt etwas Schönes. Ihr werdet diesen Zustand verlassen. Tod und Wiedergeburt sagt, hey, es ist Zeit, nach vorne zu schauen. Und das mit dem nach vorne schauen haben wir ja jetzt schon in drei Karten bei euch heute. Und jetzt schauen wir noch der Wunsch nach einem sinnvollen Leben. Wonach sehnt ihr euch denn? Welches Ereignis wird euch denn diesen Wunsch nach einem sinnvollen, ausgefüllten Leben bringen? Eine Karte noch bitte. Jetzt passt auch der Mond mit der Bring Liebe in die Situation perfekt hinein, denn wir haben den Turm. Der Turm sagt mir, wenn ich frage, was muss denn in eurem Leben geschehen, dass ihr es als sinnvoll erachtet oder eure Situation einen Sinn gibt. Und der Turm ist gefallen. Der Turm heißt ein plötzliches Ende. Also ihr werdet oder ihr sollt tatsächlich etwas beenden. Wir haben hier ja auch den Tod und die Wiedergeburt und ich habe jetzt hier einen König der Schwerter, das mir zeigt oder mir das Gefühl gibt, dass es da noch eine alte Wunde mit einem Menschen gibt, die ihr noch nicht zur Heilung gebracht habt. Da ist etwas ganz schnell in die Brüche gegangen oder es wird ganz schnell in die Brüche gehen, wonach es euch dann besser gehen wird. Ihr werdet, wie gesagt, etwas Neues beginnen oder wenn es in der Vergangenheit lag, hat das damit zu tun, dass ihr hier immer noch etwas ja, wehmütig zurückschaut. Aber der Ritter der Münzen ist auf dem Weg, also hier haben wir auch die Karte, dass jemand euch die Hand reichen wird, euch helfen wird. Gut möglich, dass dieses plötzliche Ende für euch sehr ungerecht war, sehr, ja, vielleicht habt ihr euch getäuscht gefühlt, vielleicht wurdet ihr heftig verletzt, denn das Gericht ist ja gefallen, was euch ja sagen soll, hey, aber es kommt alles so, wie es kommen soll. Ihr werdet eure Gerechtigkeit bekommen, ihr werdet euren Frieden bekommen. Und der Ritter der Münzen kann durchaus die Person sein, die euch hier genannt wird, die euch die Hand gibt, die euch helfen wird, das Alte mit dem Tod und Wiedergeburt abzuschließen und wieder schön nach vorne zu schauen. Also gut möglich, dass ein Mensch in euer Leben tritt, der euch wieder Lebensfreude gibt, der euch wieder das Gefühl gibt, ja, es lohnt sich nach vorne zu schauen, der euch ja, mitreißt. Der Ritter der Münzen ist ein Mensch, der etwas erreicht hat, ja, der muss nicht auftrumpfen oder sich groß aufplustern, sondern der weiß genau, was für einen Wert er hat. Er steht mit beiden Beinen im Leben, ist sehr, sehr hilfsbereit, auch eine sehr liebevolle Energie und durchaus möglich, dass dieser Mensch euch die Hand reicht und ja, euch wieder das erhoffte Lebensgefühl, die erhoffte Lebensfreude zurückgibt. Das Erwachen, ja, das Erwachen ist ja, passt ja hier auch sehr gut dazu, denn ihr werdet ja einen anderen Blickwinkel erreichen, wenn ihr wieder jemand Neuen in eurem Leben Platz macht, also reinlässt. Und dann schauen wir mal, welche Klärungskarten ich
zum Erwachen für euch bekomme. Zwei Klärungskarten noch. Eine, Dankeschön. Also auch in eurem beruflichen in den kommenden 4 Wochen, die 8 der Münze ist die Berufkarte, die zeigt, dass die harte Arbeit belohnt wird. Die 8 der Münzen ist, man war fleißig, man hat viel geleistet und jetzt darf man ernten. Und wir haben zwei Erntekarten sozusagen nebeneinander mit den 7 der Münzen und der 8 der Münzen. Die 7 der Münzen zeigen auch, ihr habt in etwas sehr viel Liebe, Herzblut, Arbeit, Kraft, alles Ideen hineingesteckt und jetzt beginnt die Pflanze zu wachsen. Die Wurzeln haben sich ausgebreitet, oben wächst ein kleines Bäumchen und zusammen mit der 8 der Münze ist das das Zeichen, hey, ihr bekommt die Ernte, ihr bekommt den Lohn für eure harte Arbeit. Und mit der Königin der Stäbe, wie man hier sieht, hey, ich habe es geschafft, ich bin der Champion, ich kann alles erreichen, ja, ich bin von mir überzeugt und nicht im negativen Sinn, sondern ich bin stolz auf mich, ich weiß, was ich geleistet habe und jetzt feiere ich meinen Ruhm. Jetzt feiere ich das Ergebnis meiner Arbeit. Also auch im Beruflichen kommt in den nächsten 4 Wochen etwas Schönes auf euch zu. Ihr werdet Anerkennung bekommen. Vielleicht gibt es auch eine kleine Lohnerhöhung. Vielleicht kommt ein kleiner, na wie nennt man das, Bonus auf euch zu. Auf jeden Fall werdet ihr die Anerkennung erhalten, die ihr verdient. Also auch hier Gerechtigkeit. Auch im beruflichen Sinn. Und jetzt noch, hier ist ja auch der Erfolg, ne? Und die harte Arbeit. Die Karten hätten auch sehr gut hier rüber gepasst. Jetzt schauen wir noch bei den 2 des Frühlings. Die 2 des Frühlings, was darf ich dazu noch erzählen? Drei Karten bitte. Zu den 2 des Frühlings. Was für eine Botschaft darf ich da bringen? Welche strahlende Zukunft manifestiert sich denn mit den 2 des Frühlings? Jawohl. Noch 2 bitte. Welche strahlende Zukunft haben denn meine lieben Jungfrau Geborenen? Was darf ich da Schönes erzählen? 2 Karten noch bitte. Ja, komme ich noch 2 Karten für die strahlende Zukunft oder darf ich nicht mehr sehen als den Ritter? Eure strahlende Zukunft ist ein Ritter der Kelche. Ein Ritter der Kelche, wir haben ja hier schon den Ritter der Münzen, das heißt jetzt nicht, es kommen 2 Männer in euer Leben, sondern die strahlende Zukunft ist einfach, dass dieser Mensch euch den Hof machen wird. Der Ritter der Kelche ist ein Romantiker, ja, ein Rosenkavalier. Er macht Komplimente, er lädt gern ein, er verwöhnt, er lässt sich immer neue Dinge einfallen und dieser Mensch, der wird euch an die Hand nehmen, der wird euch rausholen aus diesem,
aus diesen Kämpfen, ihr hattet Kämpfe, das haben wir ja da schon gehabt, wo ich gesagt habe, da ist was eingestürzt oder wird noch einstürzen. Dieser Mensch wird euch aus den alten Mustern raushelfen und wird euch ja, die Zukunft versüßen, auf jeden Fall. Und das mit dem Lebe als Träumer zeigt oder sagt euch ganz einfach, hey, es ist an der Zeit, eure Träume wieder zuzulassen und etwas hinter euch zu lassen, was euch behindert hat, was euch nicht gut getan hat. Denn in der Zukunft warten tatsächlich sehr, sehr schöne Momente auf euch im beruflichen sowie in Liebesangelegenheiten. Fazit der heutigen Legung. Ihr habt es in der Hand, ihr habt alles, alle Mittel in euch, wenn ihr es zulässt, nach vorne zu schauen, Dinge hinter euch zu lassen, die euch nicht gut tun und die gereichte Hand, denn hier ist ja mit der 3 der Münzen jemand, der euch die Hand reicht und mit dem Ritter der Münzen, mit dem Ritter der Münzen. Ja, der eure Zukunft verändern möchte, euer Leben wieder Schwung geben möchte, wieder Hoffnung, wieder Vertrauen, wieder Leidenschaft. Der Ritter der Kelche ist sehr leidenschaftlich. Und ja, ihr habt es in der Hand, diese Träume wahr werden zu lassen. Und bring Liebe in die Situation, heißt ja raus hier aus der Melancholie, raus hier aus dem Gedanken, was einmal war, hin zu einer strahlenden Zukunft. Jetzt möchte ich gerne noch das Universum fragen. Mit den Karten, das Universum sagt dir eine direkte Botschaft aus dem Universum an euch. Da ist sie gefallen. Zwei, okay. Meine Fähigkeit, mich auf die Kraft der Liebe einzulassen, gibt mir die richtigen Worte, wenn ich das Wort ergreifen will, das nötige Mitgefühl, wenn es Zeit ist, zu vergeben und die Kraft, die ich brauche im Moment der Verlorenheit. Die Kraft der Liebe, die haben wir hier, die Momente der Verlorenheit, die hatten wir hier. Und ja, die werdet ihr hinter euch lassen. Statt für ein bestimmtes Ergebnis bete ich dafür, dass allen das höchste Gut zuteil wird. Das appelliert das Universum an euer Mitgefühl, auch, ja, auch zu vergeben, was immer da in der Vergangenheit auch war, was für Ungerechtigkeiten euch widerfahren sind. Erst wenn man anderen vergeben kann, kann man auch wirklich in die Heilung gehen, wieder positiv nach vorne schauen. Ein Mensch, der verbittert und wütend ist, ja, kann das Schöne auch nicht in sein Leben ziehen. So, jetzt noch der Engel, der euch in den kommenden 4 Wochen begleitet. Welcher Engel ist an eurer Seite? Bei diesen Veränderungen hilft euch zu vertrauen. Engel der Fülle, eine neue Quelle öffnet sich dir. Hatte ich heute schon in der Wunschpartnerlegung, ist lustig. Eine neue Quelle öffnet sich dir. Engel der Fülle sagt Glück, Fülle in allen Bereichen voraus. In der Liebe, im Finanziellen, im Wohlfühlen. Und die neue Quelle sehe ich bei euch mit eurem Ritter der Kelche, der ja, euch gut tun wird. Lasst es zu, habt Vertrauen. Dieser Mensch ist wirklich für euch bestimmt, zweifelt nicht an euch, hegt euren Träumen nach und ihr werdet schöne 4 Wochen erleben. Ich freue mich für euch. Das ist eine sehr, sehr schöne Legung gewesen. Wenn sie euch auch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch
Und wenn ihr die nächste Legung von mir nicht verpassen möchtet, drückt die Abo-Glocke und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Licht und Liebe von mir auf diesem Weg. Tschüss.